Ja, wie kommt so jemand wie ich zum Widerstand gegen die Militärjunta und zur Solidarität mit denjenigen, die dagegen kämpfen? Vielleicht ist es deswegen notwendig, dass ich ein bisschen was vorab zu mir sage, bevor ich dann zu den Aktivitäten der Gewerkschaften komme. Ich bin 68er Generation. Allerdings, nachdem ich eine Maschinenschlosserausbildung gemacht hatte, Erfahrungen hatte als Betriebsrat und als Jugendvertreter, also nicht blauäugig sozusagen an die Universität kam, nach zweiten Bildungsweg und dergleichen mehr. Und ich war vor allen Dingen auch gewerkschaftlich gebildet, weil ich mir meine Qualifikation als Betriebsrat, Jugendvertreter und so weiter in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit holen musste. Und die gewerkschaftliche Bildungsarbeit war zu dem Zeitpunkt, wo ich sie jedenfalls besucht hat, sehr politisch, gesellschaftspolitisch auch. Und auch in diesen Seminaren spielte halt eben eine Rolle, dass es diesen Widerstand oder die Notwendigkeit des Widerstandes gegen die Militärjunta halt eben gab. Ich war dann über die Universität und über die Gewerkschaften, zu denen ich ja den Kontakt nie verloren hatte, halt eben auch Teilnehmer an Veranstaltungen und Demos. Und ich wurde dann in einem IG Metall Bildungszentrum als Lehrer angestellt, und zwar im Bildungszentrum in Spockhövel, und das war Anfang 1972. Und nun muss man ja sagen, dass die Arbeit von Betriebsräten, von Vertrauensfrauen, Vertrauensmännern, Gewerkschaftlichen und die Arbeit überhaupt als Gewerkschaftsfunktionär auch ein bisschen was Widerständiges ist. Also man steht ja gegen das Kapital und dessen Interessen, und man vertritt ja nicht auch in der Politik, Wirtschaftspolitik, Ökonomie, den Mainstream. Und von daher kam ich auf die Idee als Lehrer, die immer auch die Aufgabe hatten, die Teilnehmer abends auch mal zu beschäftigen, damit die sich nicht nur den Kopf vollsaufen mussten, als Abendveranstaltung anzubieten den Film Z. Weil ich dachte, dass man, wenn man so etwas zeigt, diesen Film, der ja dokumentiert, wie man Widerstand leistet unter den allerschlimmsten Bedingungen, die man sich kennt oder die man kennen kann oder sich vorstellen kann, dass diese kleine widerständige Rolle, die die Funktionäre spielen, ein wenig dadurch gestärkt wird, dass sie sehen, wie man unter großen, großen, schlimmen Bedingungen Widerstand leistet, dass doch eigentlich das, was man in der Bundesrepublik Widerständiges macht, wirklich nur ganz klein. Aber ich habe auch nicht vergessen, im Anschluss daran immer das Konzert von Athen zu zeigen. Es gab auch davon eine Aufzeichnung unmittelbar nach dem Ende der Militärregierung 1974. Gestern haben viele der griechischen Kolleginnen und Kollegen, Genossinnen und Genossen, sich bei uns bedankt für die Solidarität. Und mir kam, als ich mir diesen Vorspann so überlegte, der Gedanke, ob es nicht auch an der Zeit wäre, dass wir als Deutsche uns mal bei den Griechen bedanken, dass sie uns ein solches Beispiel von Widerstand gezeigt und hinterlassen haben, von dem wir noch heute halt ja, Nutzen ziehen können. Soweit Eingang. Jetzt wollte ich ein wenig darüber berichten, was die Gewerkschaften gemacht haben. Ich hätte folgende Punkte. Ich wollte etwas sagen über die Voraussetzungen und die Bedingungen, wie sie sein sollten, müssten, könnten, damit solche Solidarität oder Solidarität überhaupt entstehen kann. Ich wollte die Aktivitäten, die es bei den Gewerkschaften gibt, im Einzelnen ein wenig zeigen und wollte dann auf einen Punkt kommen, der hier in unserer Veranstaltung noch keine so große Rolle gespielt hat, nämlich die Verfolgung der Junta-Gegner, auch in der Bundesrepublik, und was den Gewerkschaften dagegen
getan haben. Und schließlich wollte ich zum Schluss sagen, was das nun eigentlich, als das Jahr 1974 erreicht war und die Junta sozusagen besiegt war. Wie will ich das machen? Ich habe in Archiven gesucht und habe das eine oder andere gefunden, und ich möchte nicht nur meine Position sagen, sondern möchte auch eigentlich Beispiele zeigen und vortragen, damit man sich selbst ein Urteil erlauben kann. Zum ersten Punkt, da muss ich mir schon mal was holen. Ja, zum ersten Punkt. Also, was sind so die Voraussetzungen und Bedingungen, damit man sich einreihen kann in den Kampf gegen eine Militärjunta, Solidarität üben kann? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass Betroffenheit entsteht. Betroffenheit darüber, wenn, wo auch immer, Demokratie abgebaut wird oder Gewerkschaftsrechte in Gefahr geraten. Oder zweitens, man muss Solidarität üben, klar, mit Gewerkschafterinnen und Untergewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Interessant ist aber auch, oder verstärkt sich darum zu kümmern, wird man dadurch, wenn es eine eigene Betroffenheit gibt. Und diese eigene Betroffenheit gab es in der Bundesrepublik, weil 1967, als die Militärjunta, als der Putsch halt eben passierte, wir in der Bundesrepublik in der Auseinandersetzung um die Notstandsgesetze waren. Und diese Notstandsgesetze hatten natürlich zum Inhalt die Einschränkung der Gewerkschaftsrechte. Und es war halt so, dass 1967 im Oktober zum Beispiel in Frankfurt 21.000 Menschen auf der Straße waren, um gegen diese Notstandsgesetze zu protestieren. Es gibt dann in der Ausgabe des Gewerkschafters, also jenes Organs für die Funktionäre, 1967, unmittelbar nach dem Putsch, einen Kommentar vom damaligen zweiten Vorsitzenden Alois Wörle. Und dort schreibt er, Zitat: In Griechenland hat das Militär einen Putsch inszeniert. Anlass waren ohne Zweifel die für den 28. Mai angesetzten freien Wahlen, aus denen wahrscheinlich die republikanische Zentrumsunion des früheren Ministerpräsidenten Papandreou als Sieger hervorgegangen wäre. Die neuen Machthaber schufen sofort alle Voraussetzungen einer Diktatur. Demokratische Politiker wurden verhaftet, Sondergerichte eingesetzt, die Bildung von Gewerkschaften wurde verboten, Betroffenheit. Der Streik wurde als illegal erklärt und eine totale Zensur von Rundfunk, Presse, Fernsehen und privater Korrespondenz eingeführt. Und dann schreibt er am Ende: Bei uns diskutiert man in seltsamer und geradezu unhistorischer Weise über die Sicherung der Demokratie. Alle Überlegungen gehen stets davon aus, dass Unruhen im Volk entstehen, die mit gesetzlichen Mitteln gezügelt werden müssten. Welche Verkennung der Realität? Und am Ende, ganz am Ende, alle Anhänger der Notstandsgesetze sollten bedenken, dass sie auch für diese Kreise ein Instrument schmieden könnten. Für die Kreise, die also sagen, geht alles vom Volk aus, ungesetzlich und weiß der Teufel was sonst. Zu den Voraussetzungen gehört die Tatenlosigkeit der Regierung 1967. Trotz großer Koalition seit Ende 1966 mit Außenminister und Vizekanzler Willy Brandt. Das ändert sich eigentlich erst, diese Tatenlosigkeit ändert sich eigentlich erst, als Willy Brandt Bundeskanzler wird, also 69. Bis dahin hat er verdeckt, wie wir ja gestern gehört haben, auch schon sich engagiert und etwas halt eben, oder Solidaritätsaktionen halt eben unterstützt. Und es wird dann berichtet, übrigens in dem Bändchen, was wir gestern schon mal gesehen haben, Wallraff und Eckhard Spoh
haben es herausgegeben und dort gibt es von Peter Baumüller einen Artikel oder einen Teil in diesem Buch, wo er darüber schreibt, welche Solidaritätsaktion es in der Bundesrepublik gegeben hat. Und da heißt es, die Bereitschaft zu solidarischer Hilfe für die Verfolgten war groß. Eine Regierung in Bonn, die den faschistischen Umsturz beim NATO-Partner Griechenland mit aller Entschlossenheit verurteilt hätte und für die verfolgten Demokraten eingetreten wäre, hätte ein starkes Echo in der Bevölkerung gefunden. Aber die damals regierende Große Koalition unter dem Kanzler Kurt-Georg Kiesinger dachte nicht im Entferntesten daran, zur Solidarität mit den griechischen Demokraten zu ermuntern. Und dennoch, muss ich in diesem Kreis hier nicht sagen, gab es natürlich eine Vielzahl von Solidaritätsaktionen, eine Vielzahl, auch wenn von der Regierung nicht angestoßen. Nun zu den Aktivitäten im Einzelnen. Da habe ich die Ausgabe der Metallzeitung vom 2. Mai 1967. Die Macht, das können Sie jetzt nicht erkennen, aber ich lasse das auch liegen. Auf der Titelseite auf mit einem Bericht über den Putsch in Griechenland und wie die Position der Demokraten und der Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in der Bundesrepublik ist. Es bleibt aber nicht dabei, das publizistisch halt nur zu machen, sondern ich habe gefunden, dass die Redaktion, also die IG Metall, der Vorstand, den Karl-Heinz Priam, der war Redakteur bei der Metallzeitung, unmittelbar nach Griechenland geschickt hat, weil er dort selbst vor Ort in Augenschein nehmen sollte, was da eigentlich passiert ist. Und herausgekommen ist eine Doppelseite im Gewerkschafter, wo er berichtet von seinen Eindrücken, die er in Griechenland hatte. Und er hat es geschafft, sich mit griechischen Menschen halt eben zusammenzutun, die zu interviewen, und deren Einschätzung, deren Situation hat er halt eben darin verbreitet. So, also Priam 1967, im Juli erscheint also dieser Artikel. Was man jetzt noch zeigen kann, ist, dass es sich nicht um eine Eintagsfliege gehandelt hat. Also 67 ist der Putsch, dann macht die Metallzeitung, die ich ja jetzt nur als Beispiel habe, macht mal groß auf, hat ihre Pflicht getan und fertig ist es. Das sind nur Auszüge aus dieser Metallzeitung, wenige. Sie zeigen aber, dass ständig, das sind noch Bilder von 1967 und was ich hier in der Hand habe, geht bis 1972. Also es hat ständig in den Ausgaben der Metallzeitung, immerhin, die erschien bei über 2 Millionen Mitgliedern und der Gewerkschafter mit einer Auflage auch von mehreren tausend, weil es um die Funktionäre halt eben ging. Also keine Eintagsfliege, sondern alles schon ziemlich ernst genommen. Dann gibt es eine Reihe von Aktivitäten und Aktionen bei den Gewerkschaften. Es gibt zum Beispiel am 21.04.1968 in Frankfurt eine Kundgebung mit Andreas Papandreou von den Gewerkschaften, halt eben organisiert. Es gibt am 26. 27. Juli 1969 in Stuttgart eine Konferenz der griechischen Gewerkschafter in der Bundesrepublik. Also man hat jetzt nicht nur versucht, publizistisch darauf aufmerksam zu machen, was dort gewesen ist. Und es gibt ein paar, die muss ich auch vortragen, es gibt ein paar wunderbare Geschichten. Zum Beispiel gibt es eine Erklärung des DGB
zu 3 Jahren Diktatur in Griechenland und sowas, das war halt eben üblich. Es gibt die Erklärung des Vorstandes der IG Metall zur griechischen Frage und eine Resolution des 9. Weltkongresses des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften, alles angestoßen von Gewerkschaften, halt eben in der Bundesrepublik. Und es gibt natürlich Informationsschreiben an die Mitglieder des DGB-Arbeitskreises ausländische Arbeitnehmer, wo das eine große, große Rolle gespielt hat. Und dann gibt es eine Geschichte, die ich besonders gerne erzähle. Es gibt ein Schreiben von Ludwig Rosenberg an den Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, Ludwig Rosenberg, Vorsitzender des DGB, an den Bundesminister Paul Lücke und Bundesaußenminister Willy Brandt mit der Forderung, das Asylrecht für Griechen durchzusetzen und einzuführen. Also es gibt auch auf dieser Ebene Solidarität. Und es gibt einen Beschluss des DGB-Bundesvorstandes, der kommt zustande auf Antrag des IG Metall-Vorsitzenden Otto Brenner. Also DGB-Bundesvorstand wird gebildet von den Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften. Und dort regt der Otto Brenner an, man möge aus dem DGB-Haushalt 100.000 Euro D-Mark zur Verfügung stellen, und zwar zweckgebunden für Veranstaltungen, die vor Ort von den Gewerkschaftsorganisationen zur Situation in Griechenland organisiert werden. Das heißt, es gibt einen Anstoß zu sagen, bitte macht Aufklärung, klärt auf vor Ort über die Situation in Griechenland. Und das macht man dadurch, dass man sagt, ihr könnt 100.000 D-Mark vom DGB halt eben kriegen, wenn ihr sie verwendet für solche Veranstaltungen. Es gibt eine ganz wichtige Geschichte noch. Die IG Metall Jugendkonferenz 1971, die findet in Saarbrücken statt. Auf dieser Jugendkonferenz gibt es eine Solidaritätsveranstaltung mit Melina Mercuri. Also man konnte schon mitkriegen, dass es eine etwas intensivere Beschäftigung mit dem Widerstand in Griechenland halt eben gegeben hat. Es gibt dann noch Folgendes. Es gibt, ja, da beginne ich am besten auch mit dem DGB. Es gibt dann die Situation, dass einige Menschen in der Bundesrepublik einen Griechenland-Solidaritätsausschuss gründen. Und das würde ich jetzt auch gern wieder so ein bisschen vorlesen wollen. Da steht, Josef Weber, Konrad Neumann und Günter Wallraff gründeten in der Stresemannstraße 22 den Initiativausschuss Griechenland-Solidarität-Bundesrepublik Deutschland. Da ging es, die Professoren Abendroth, Benseler und Ritter sicherten unmittelbar nach der Gründung ihre Unterstützung zu. Da ging es, warum kommt diese Gründung zustande, in deren Folge dann auch die Aktion von Wallraff in Griechenland 1974 passiert. Sie läuft nicht unter dem Gesichtspunkt, damit die Junta abzuschaffen, sondern diese Gründung hier, von der ich rede, und die Aktion von dem Wallraff in Griechenland kommt zustande, weil man zu dem Ergebnis gekommen war, dass die Diskussion über Griechenland und die Situation in Griechenland abflachte. Man brauchte sozusagen einen neuen Anstoß, damit man in der Bundesrepublik wieder stärker über die Situation in Griechenland geredet hat. Vorletzter Punkt. Die Situation der Gegner der Militärjunta. Es ist so,
das trage ich auch wieder vor, in einem Protokoll des DGB-Bundesvorstands, einer Bundesvorstandssitzung, wird erwähnt, Schriftverkehr mit Gewerkschaften, DGB-Kreisen, dem Diakonischen Werk und Staatsanwaltschaften betrifft Bedrohung griechischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik. Und dann gibt es, weil wir in Hannover sind, eine Dokumentation der Verwaltungsstelle, IG Metall Verwaltungsstelle in Hannover, so wie es das auch woanders gegeben hat. Und da trage ich mal aus dem Vorwort vor, das hat der Bevollmächtigte gemacht, da heißt es, häufige und wiederholte Vorfälle von organisiertem Terror gegen griechische Demokraten seit Bestehen einer autoritären Herrschaft in Griechenland veranlassen die IG Metall Hannover, der Öffentlichkeit die nachstehende Dokumentation zu übergeben. Es besteht der begründete Verdacht, dass die in der Dokumentation dargelegten Terrorakte gegen griechische Staatsbürger und Arbeitnehmer von zentraler Stelle gelenkt und von konsularischen Seiten unterstützt werden. Fand ich schon ganz mutig. Das kann man ja nicht einfach nur so in die Welt setzen, sondern das muss man ja dann auch belegen. Und in der Tat, es wird belegt, indem man erstens diejenigen, die verdroschen worden sind, halb totgeschlagen worden sind, von diesen Banden, die es in der Bundesrepublik halt eben auch gab, indem man denen Rechtsanwälte zur Verfügung gestellt hat, damit die ihre Aussagen machen konnten und man das verwenden konnte, um halt eben auch zu sagen, Achtung, da ist ein bisschen mehr los, als dass wir nur davor waren. Und es gibt abgedruckt den Geheimbefehl des griechischen Geheimdienstes, der alles sagt, und zwar betrifft er Maßnahmen zur Begegnung antinationaler Elemente in Westeuropa und so weiter und so fort, wo offiziell aufgefordert wird an diese Schlägerbanden, sie sollen die Gegner der Militärdiktatur verdreschen, verhauen, umbringen. Also steht nicht in dem Beschluss drin, dass sie auch umbringen sollen, aber auf alle Fälle gegen die halt eben vorgehen. Und? Bin gleich fertig. Mach nicht mehr so lange. Es gibt, ja, was man nur so alles machen kann. Also das ist schon ganz spannend. Es gibt einen Metallpressedienst. Und der heißt, als einen konkreten Beitrag zu den weltweiten Bemühungen um die Freilassung der politischen Gefangenen in Griechenland, bezeichnete der Vorstand der IG Metall die Publizierung der Namenslisten von politischen Gefangenen in Griechenland in einem Sonderheft Nummer 135, den von ihm seit November 1967 herausgegebenen Pressespiegels für griechische Kolleginnen und Kollegen. Und was hängt an diesem Pressebericht der IG Metall, Metall-Pressedienst hinten dran? Eine Liste mit den Namen derjenigen, die in Griechenland verhaftet, verfolgt oder was auch immer sind. Also schon, wer kommt an solche Informationen? Ja, nicht, wenn er am Schreibtisch in Frankfurt sitzt und irgendwelche Papier beschmiert oder so, sondern da muss man schon ein bisschen etwas stärker auch dabei sein, um zu sagen, naja, wir wollen auch nicht, dass diese Militärregierung dort ist. So, das muss ich nicht zeichnen. Ich bin bei 1974. Da gibt es in der Metallzeitung natürlich einerseits die Bilder, wie es Leuten dort ergangen ist, aber es gibt natürlich auch die Bilder über die große, große Freude, dass man die Militärjunta halt eben überwunden hat. Und jetzt ist interessant, dass die Solidarität damit nicht aufhört. Also man hat dann auch bei den Gewerkschaften nicht gesagt, naja, wunderbar, Militärjunta ist überwunden und so, das war's jetzt, tschüss, macht's gut. Im Gegenteil, es gibt nach 1974
Hilfe beim Wiederaufbau. Das bezieht sich einerseits auf die Bundesregierung, so heißt es in einem Protokoll des DGB-Bundesvorstands, dass man ein Telex an Außenminister Walter Scheel betrifft die Stellung der Bundesrepublik zum griechischen Obristenregime bzw. zur Demokratie und den Schriftverkehr Otto Brenner und so weiter und so fort, betrifft die Hilfe beim Wiederaufbau von freien und demokratischen Gewerkschaften in Griechenland, und zwar schon im August 1974. Ja, eine Geschichte noch. Ach, wirklich nur noch eine. Was? Wir haben noch ein paar andere nette Leute. Ich bin ja fertig. Ich bin ja fertig. Ich wollte doch nur noch eine einzige Geschichte vorlesen, nämlich wie denn diese Solidarität eigentlich aufgenommen worden ist. Und das heißt, dass es nach dem Sturz der Junta in Athen gelang, ernstzunehmende Voraussetzungen für die Wiederherstellung der Demokratie zu schaffen, ist nicht zuletzt auch ein Verdienst der solidarischen internationalen Bewegung. Das bestätigt auch ein Brief, den der zeitweilige stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister Griechenlandes, Georg Mavros, am 2. September 1974 schon an den Ausschuss Griechenland Solidarität in der BRD richtete. Zitat: Ich stelle mit Genugtuung fest, dass Ihr Interesse für die Wiedergeburt der Freiheit in meinem Land wieder lebendig ist. Ich kann Ihnen kategorisch versichern, dass wir entschlossen sind, eine stabile und wahre demokratische Ordnung zu schaffen, jede Diktatur zu beseitigen und dem Volke die Gelegenheit zu geben, sich in voller Freiheit auszudrücken. Vielen Dank. Hat sich verloren.